Achtung, hier ist eine gefährliche Riesenwelle im Anmarsch. Wer auf Nervenkitzel steht, dem dürfte diese ungewollte Wasserattraktion gefallen. In einem Naturpark in China können Touristen auf einer provisorischen Brücke etwas ganz Besonderes erleben. Riesige Wellen machen die Brücke zu einem Abenteuer. Kaum zu glauben, aber gleich die erste Welle ist 2,5 Meter hoch. Das ist so gefährlich, dass die Touristen glatt weggespült werden könnten. Kurz darauf kommen noch ein paar kleinere hinterher. Durch die Wellenbewegung bewegt sich die Brücke wie bei einer Achterbahn, rauf und runter. Schuld an der spontanen Wellenattraktion soll laut lokalen Medien ein heftiges Unwetter in China sein. Den Touristen gefällt das. Verletzt wurde bei dem starken Wellengang aber zum Glück niemand.